Herzlich willkommen im Tigerkäfig. Ich bin hier mit Sebastian Busch. Servus. Servus, grüß dich. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre hier bei uns in Bayreuth, ne? In der Zeit hat sich einiges getan. Die Stimmung war bestimmt mal gut, mal weniger gut. Wie ist es in dieser Saison von der Stimmung her bei euch in der Kabine mit den Jungs, mit dem Team, mit allen? Ja, mit den letzten Spielen, wo es nicht so gut klappt, ist natürlich nicht ganz einfach, dass die Stimmung halt immer sehr gut ist. Ist klar, dass es mal ein bisschen Höhen und Tiefen gibt, aber ja, wir haben uns jetzt ein bisschen aus dem Loch, sage ich jetzt mal, ein bisschen rauskämpft und die Stimmung wird wieder besser und wir verstehen uns alle ganz gut und halten zusammen und das ist das Wichtigste. Wie ist es denn generell in Bayreuth ein Eishockeyspieler zu sein, Eishockeyprofi zu sein, wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist, wenn du Einkäufe erledigen musst? Sprechen dich da viele Leute an oder wie ist das? Ja, Bayreuth ist nicht so groß, also natürlich trifft man mal den einen oder anderen und der fragt mal nach einem Autogramm, aber es ist jetzt nicht so wie FC Bayern oder was, dass du jetzt da nur verfolgt wirst. Also, das ist ganz human alles bei uns. Ja, und auch hier in der kleinen Stadt dann ganz gemütlich vielleicht. Wie ist es denn mit den Teamkollegen überhaupt? Also es waren ja doch einige, mit denen du hier schon zusammengespielt hast in Bayreuth. Ist das dann wirklich so eine Gemeinschaft, wo man auch in der Freizeit vielleicht mit welchen immer oft aufeinander hängt oder so? Oder ist es mehr Beruf und es gibt schon mal den einen oder anderen, aber hat seinen Kreis dann auch doch woanders? Ja, doch, natürlich gibt es immer ein bisschen, ja, Grüppchenbildung in der Mannschaft, das ist normal. Aber so macht man ja schon ziemlich viel mit dem Team. Ich meine, die anderen arbeiten auch den ganzen Tag und deswegen sind wir recht viel untereinander, gehen Kaffee trinken oder im Therme am freien Tag. Also wir machen sehr viel miteinander. Wie ist denn das, als du damals nach Bayreuth kamst? Als du dann das erste Mal hier in die Kabine gekommen bist oder so, ist man da nervös erstmal bei den ganzen neuen Leuten, die man da sieht? Oder ist das eigentlich völlig egal und man geht da einfach hin? Also wie ist das für dich gewesen? Ja, es kommt noch ein bisschen auf den Typ drauf an. Also ich bin nicht der, wo jetzt gleich zu jedem hingeht und sagt, hallo, ich bin der und der. Klar ist ein bisschen aufgeregt, aber das ist gang und gäbe bei uns eigentlich, dass man mal in einem anderen Team spielt und man stellt sich vor, dann gehen wir mit den Jungs mal essen und dann kommt man da eigentlich ganz gut immer ins Gespräch. Gibt es da auch Rituale zum Beispiel? Man sieht beim Fußball oft auf Social Media inzwischen, dass die dann irgendwas singen müssen oder so, wenn sie neu sind. Gibt es da bei euch auch was? Eher die jungen Spieler, also bei der Weihnachtsfeier oder was, also interne Sachen, die brauchen wir jetzt nicht näher diskutieren, aber da gibt es ein paar Sachen, die es machen müssen oder die wir uns ausdenken, aber so jetzt eigentlich großartige Rituale. Manchmal trennen sich ja dann auch die Wege, also es gibt dann Teamkameraden, die dann zu anderen Vereinen wechseln oder so. Gibt es da dann große Verabschiedungen oder so oder macht man da was oder bleibt man da in Kontakt? Wie ist denn das generell? Ja, in Kontakt bleibt man schon. Also ich habe ein paar Spieler, mit denen ich sehr gut in Kontakt bin. Telefonieren wir öfters oder schreiben, ist ja über Social Media dann ein bisschen einfacher wie früher. Aber so, je nachdem wie man mit den Leuten zurechtkommt, also wenn man mit jedem jetzt noch in Kontakt wäre, dann müsste die wahrscheinlich den ganzen Tag telefonieren, deswegen ist es ein bisschen schwer. Aber dem einen oder anderen bin ich noch, ja, sehr nah. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ihr seid ja viel unterwegs. In ganz Deutschland irgendwie Auswärtsspiele, hier und da, jede Woche einmal eigentlich. Wie ist denn das bei den Reisen? Ich meine, ihr werdet ja die meiste Zeit mit dem Bus hinfahren. Wie ist denn das? Ist da jeder eigentlich so zurückgezogen, was weiß ich, hört Musik, bereitet sich irgendwie mental drauf vor? Oder ist dann die Rückfahrt genauso oder kann es da dann schon auch mal irgendwie wilder werden? Oder wie sind denn diese Reisen da, wenn man da unterwegs ist in ganz Deutschland? Also bei der Hinfahrt ist eigentlich alles relativ ruhig. Da ja, Mittagessen, dann kleine Schläfchen vom Spielen eine Stunde, da ist eigentlich ja relativ ruhig. Und dann bei der Rückfahrt, je nachdem wie Spielausgang ist. Also wenn wir gewonnen haben, dann ist es ein bisschen lustiger. Spielen wir mal Karten oder trinke das eine oder andere Bier vielleicht einmal. Aber sonst, ja, die Rückfahrt ist immer ein bisschen lustiger wie die Hinfahrt, würde ich sagen. Und wer ist der beste Kartenspieler bei den Tigers? Ich. Na, ganz klar. Na gut, dann hoffen wir, dass du in dieser Saison noch oft Zeit zum Kartenspielen hast auf Busrückfahrten. Und ja, wir werden uns sicherlich nochmal sprechen und dann werden wir mal schauen, ob das geklappt hat. Ne? Dankeschön. Bitteschön, danke.